Hallo zusammen zu einer weiteren Folge von Allen Weg 2. Wir halten endlich ein paar Antworten von Thor Anderson, jedoch entstehen noch einige weitere Fragen. Vielleicht hilft es uns ja, unsere Falltafel weiter zu bearbeiten, um Licht ins Dunkle zu bringen. Logan ist in der Geschichte. Ich konnte ihn nicht daran hindern. Ich habe den Klicker. Ich werde ihn dazu zwingen. Er hatte nicht das Recht, Logan das anzutun. Meiner Familie. Ich befürchte mal, dass Logan nicht von Vakin eingeschrieben worden ist. Alles okay? Hast dir ganz schön Zeit gelassen, deinen Opa zu retten. Gute Einstellung. Liegt das in der Familie? Du hast recht. Tut mir leid. Man wird nicht jeden Tag aus dem Dunkel gerettet. Danke, dass du einem alten Bastard wie mir hilfst. Das ist mein Job. Also, ich habe da ein paar Fragen. Natürlich hast du das, meine Kleine. Und ich habe Antworten. Na, hoffentlich. Ansonsten hat er da gleich wieder im Wasser. Und damit ist auch das Kapitel zu Ende. Wie das aber jetzt mit dem Bunker in Verbindung stand, kein Plan. Also warum jetzt ausgerechnet der dunkle Ort der eingestürzte Bunker war, das habe ich noch nicht durchschaut. Aber ja, mal schauen, was Thor zum Sagen hat. Wir müssen reden. Ja, müssen wir. Es gibt viel zu besprechen. Aber nicht hier. Wo dann? Die Nacht belauscht uns. Unterhalten wir uns in deinem Kopf. Du hast doch noch Platz dort, oder? Woher wissen Sie das? Ich bin dein Großvater. Ich weiß doch alles, oder? Ja, klar, komm in den Kopf. Du weißt von meinem Gedankenraum? Wie ist das möglich? Wir alle haben die Macht. Finde die Wahrheit. Und ob ich die habe. Du weißt, dass du eine Seherin bist. Du kannst Gedanken lesen, die Wahrheit sehen, Lügen durchschauen und diese Horrorgeschichte. Okay. Wir Andersons sind nicht daran gebunden. Du kannst sie bekämpfen. Schreibe deine eigene Geschichte. Es stimmt. Ich bin eine Seherin. Ich habe Macht. Mein Gedankenraum ist mehr, als ich dachte. Beginnen wir jetzt, unsere eigene Geschichte zu schreiben. Ich sehe ihre Gedanken. Erinnere ich mich deshalb als Einziger an die Wahrheit über Logan? Du sagtest, du seist mein Großvater. Wenn das stimmt, warum wusste ich nichts davon? Du warst schon vor dieser Horrorgeschichte Teil dieser verkorksten Familie. Ich war ein miserabler Vater für Freya. Das hat deine Mutter nicht verdient. Kein bisschen. Es wurde alles gesagt. Es vergeht kein Tag, an dem ich das nicht bereue. Aber dein Vater hat es nicht einfacher gemacht. Ich weiß, Freya ist tot. Deshalb möchte ich mich entschuldigen. Es tut mir leid, Saga. Ich sehe, dass es ihm leid tut. Mama sagte, sie wollte nichts mit Opa zu tun haben. Und dass mein Vater gestorben wäre, als ich noch sehr klein war. Alles passt. Thor und Odin gehören zu meiner Familie. Okay, das wird eh geklärt. Wer der Vater ist. Mama sprach nie über meinen Vater. Kanntest du ihn? Manche Dinge sollte man ruhen lassen. Dein Vater war ein komplizierter Bastard. Er dachte immer zu weit voraus.
So funktionieren wir nicht. Dann gab es Probleme und er verschwand. Okay. Ich kam damit nicht zurecht. Und Freya wollte nichts mehr mit mir zu tun haben. Kein Wunder. Ich kannte Papa nicht oder Mamas Familie. Stellt so sie noch viele kaputte Beziehungen in meiner Vergangenheit. Also. Ich werde die mit Logan und David retten. Ich werde sie retten. Ich wollte gerade nicht drüber ploppern, aber die Antwort war nicht gerade befriedigend. Er denkt immer zu weit voraus. Hä? Also, bei dem Punkt gibt es noch immense Fragezeichen. Du sagtest, du wärst Mama ein mieser Vater gewesen. Ging sie deshalb? Freya hat nie zurückgeblickt. Sie war stark. Okay. Freya wusste schon immer, dass unsere Mächte gefährlich waren. Odin und ich hätten lieber die Finger davon gelassen. Deine Mutter hatte Verstand. Sie hat dich gut erzogen, auf dich aufgepasst. Es wundert mich nicht, dass sie dir nicht davon erzählt hat. Sie hat mich immer beschützt. Als ich Mama von meinem Gedankenraum erzählte, nannte sie ihn eine Erfindung. Ich wünschte, sie wäre ehrlicher gewesen. Hätte zumindest ein paar Probleme gelöst. Ich habe den Klicker. Kann ich damit meine Tochter retten? Ein Verstärker! Dreh die Gitarre auf und lass das Schlagzeug krachen. Zerfetzt die Realität. Okay. Der Lichtschalter allein genügt nicht. Wir haben es mit Toms Geschichte zu tun. Also muss auch er sie umschreiben. Dann muss er nur noch diesen Schalter umlegen. Und das war's, Baby. Ich kann den Klicker nicht ohne Wake benutzen. Tom bedeutet Wake. Er muss erst die Geschichte umschreiben. Ohne ihn kann ich den Horror nicht aufhalten. Okay. Das heißt, finde Weg, schreib die Geschichte um und krieg Antworten. Hoffentlich. Was haben wir jetzt alles rausgefunden? Außer, dass wir die Geschichte neu schreiben müssen, um alles rückgängig zu machen. Eigentlich nicht viel. Also die Antwort bezüglich dem Vater war... ja, nichtssagend. Wir können auch einen Fall abschließen, die Anderson-Brüder wahrscheinlich. Ja, die Antworten darauf habe ich schon. Okay, die werden vervollständigt. Fall abgeschlossen. Wake hat Logan in die Geschichte geschrieben. Er hätte sie nicht so benutzen sollen. Er kann es immer noch ändern. Ich werde ihm keine Wahl lassen. Ich bin mir noch immer nicht sicher, ob Wake das war. Thor ist hier, im Übergang. Ich muss ihn finden und verschwinden. Genau, der wollte die Schallplatte. Das sind auch die Beweise. Und sind der Thor verführt. Ein Beweis fehlt aber noch. Rede mit jemandem. Fakt oder Fiktion? Alle Andersons verfügen über die Macht. Das ist die Kommunikation mit dem Gedankenraum. Thor und Odin wissen, worum es sich beim Gedankenraum wirklich handelt. Nee. Dann ist das die Verbindung. Gedankenraum hat nichts mit Gedankentechnik zu tun. Okay, okay. Thor und Odin können in meinem Gedankenraum dank ihrer Kräfte mit mir sprechen. Genau, weil wir die Seherin sind. Ja, und deshalb auch der Name Saga. Das ist ein bisschen ein Hinweis. So, und dann noch die Hinweise. Thor und Odin sind meine Verwandten. Die Beweise passen zur Wahrheit. Das ist eine ganze Menge zu verkraften. Und
eben sie dachte, dass die Mächte gefährlich sind. So, ist mein Vater wegen Thor weggegangen? Klingt jedenfalls danach. Und Angels Remorse winter dem Mann, den ich vertrieben habe. So wie Thor sich verhielt, bin ich überrascht, dass Mama so lang blieb. Thor war kein guter Vater. Aber es tut ihm wirklich leid. Mein Vater zu vertreiben, war Mutters letzter Ausweg. Okay. Und was haben wir hier noch? Geschichte. Klicker dient als Verstärker. Wie hineingelangen? Licht und Dunkel, das Dunkel. Der Klicker. Da oben. Dann haben wir mal die ganzen Beweise auch weggebracht. Doch ihr Double änderte ihn, machte eine Horrorgeschichte. Der Übergang. Die ihrerseits die Realität ändert. Die Geschichte beeinflusst die Erinnerung mehrerer Leute. Wie die Geschichte aufhalten. Ah. Genau. Ändert sich meine Erinnerung an. Der unserer Familie ist aufgrund einer erheblichen Macht immun. Die Geschichte wirkt sich auf mich nicht so aus wie auf andere. Das liegt an mir. Thor und Odin an meiner Familie. Ist ein Übergang. Übergänge können nur mit Kunst betreten werden. Weil sich der dunkle Ort auf Kunst konzentriert? Ja. Da Weg die Geschichte geschrieben hat, kann er sie nur bearbeiten. Wake ist derjenige, der das Ende umschreiben muss. Und ich muss ihn im Auge behalten. Laut Wake kann der dunkle Ort vom Grund des Cauldron Lakes aus betreten werden. Der dunkle Ort. Eine Dimension, in der Monster leben. Mhm. Zum Glück haben wir eine Taschenlampe. Der Übergang ist geflutet. Je stärker die Verbindung zwischen Glaube und Emotion, desto besser. Nein, das ist dann das Dunkel. Je stärker die Verbindung. Also, das sind die Regeln. Dann realitätsverändernder Einfluss. Genau, damit haben wir das auch abgeschlossen. Der dunkle Ort macht aus Geschichten Realität und nutzt dazu etwas Reales. Er behandelt die Menschen wie Spielzeuge. Kann man Wake eine solche Macht anvertrauen? Oder wem anders? So. Anstoß aus beider Richtung. Die Realität wird durch die wiederholte dunkle Überlieferung zerfressen. Das kann Licht und Dunkel sein? Nein. Das Dunkel? Denkensaga. Nein. Also das ist einfach ein Übergang, okay? Und gute Nachgeschichten sagen moderne Legenden. Das waren die Orte, an denen die Übergänge entstehen. Passt, dann haben wir das auch. Es sind Übergänge zwischen unserer Welt und dem dunklen Ort. Und das ist alles hat noch viel später. All diese Dinge benannt? Das heißt, da kriegen wir noch weitere Informationen. Die Kultverstecke außerhalb von Bright Falls und im Wald. So, dann haben wir das auch. Kinderräume noch. Na, das sind dann genau die Figuren.
und der Reim von Bart Falls. Passt. Hätten wir alles erledigt. Manuskriptseiten haben wir ja eigentlich schon. Hoppala. Müssten wir eigentlich schon alle gelesen haben? Cynthia Weaver hasste es, alt zu sein. Okay, die sie war eine Macherin gewesen, eine Kämpferin. Nun machte ihr das Badezimmer Angst. Angst, sich die Hüfte zu brechen. Wie Norman. Okay. Cynthia hatte ihre Laterne immer in der Nähe behalten, um die Dunkelheit in Schach zu halten. Oh je, meine Laterne. Ich glaube, ich habe sie verloren, sagte sie. Das hier wird dir wieder ein Lächeln ins Gesicht zaubern, meine Liebe, erwiderte eine Stimme. Die Stimme eines Mannes. Jemand war mit ihr im Badezimmer. In der Dunkelheit. Die Glühbirne war durchgebrannt. Sie hatte sie bereits vor Tagen austauschen wollen. Wie konnte sie das nur vergessen? Sie war ausgerutscht, als sie aus der Wanne stieg. Nun lag sie in der Wanne. Sie hob ihre Hand. Irgendwas sah falsch aus. Zu viele Hände. In einer schwarzen Leere, ohne ein Gefühl für oben oder unten. Sie war unter Wasser. Eine dunkle Gestalt drückte sie nach unten. Dunkles Wasser presste sich in sie hinein. Sie schrie. Es kamen nur Blasen heraus. Und damit wurde Cynthia übernommen. Hätte man das auch geklärt. Danke, dass Sie mir das gesagt haben, Thor. Ich muss Wake finden, um dem ein Ende zu setzen. Die Old Gods of Asgard sind bereit zu helfen. Ich und mein Bruder bringen die Bude zum Rocken. Wenn er von seinem Drohnenrausch wieder munter wird. Deine Tochter ist am Leben. Nur diese Horrorgeschichte hält sie von dir fern. Genau das wollte ich hören. Danke, Opa. Oh. Mach dir um mich keine Sorgen, Kleine. Ich schleppe meinen jämmerlichen Arsch zu Odin. Ein paar Gläschen von Andersons feinstem Stoff und schon geht es uns wieder gut. Nur, dass der Stoff... Bis bald, Saga. ...mit Wasser aus dem Cauldron Lake gebraut wurde. Das FBC hält Wake im Sheriffbüro fest. Ich muss Agent Estevez überzeugen. Sie haben Wake und ich habe den Klicker. Wir müssen zusammenarbeiten, um das zu stoppen. Okay. Casey. Hören Sie mich, Casey. Na, Casey ist ja im Wald verschollen gegangen. Casey? Ich hoffe, es geht ihm gut. Konzentration, Saga. Geht zum Büro, zu Wake. Na, wenn es weiter nichts ist. Ich schaue noch kurz nach Odin, vielleicht sagt er noch was. Oder? Nein, noch immer K.O. Nein, dann schlafen wir auch aus. Und dann einmal runter und dann einmal raus. Und Rose vielleicht ein paar Mal in den Rücken schießen, wenn wir dabei sind. Weil die hat das Ganze verbrochen. Wo ist denn die überhaupt? Die habe ich jetzt gar nicht rumsitzen sehen. Hm. Interessant. Was ist denn das für ein Fleck? Was war das für ein Fleck? Müssen wir dann später nochmal herkommen? Mit Alan? Oder das sieht nach diesem Erinnerungsdrum aus. Erinnerungsdrum, das ist auch jetzt eine schöne Wortkreation. Nein, diese, na. Wenn man das im richtigen Winkel anschaut, dann kommt eine Erinnerung, beziehungsweise ein Fragment der Geschichte. Wo man sich überhaupt hin? Bolzenschneider. Kultversteck, Rangerstation und es gibt Seite, einmal das Haus, Schukaton. Muss ich da jetzt wirklich zu Fuß bis nach unten hingehen? Na, Alter. Das Auto hätten sie mir nicht irgendwo hinstellen können. Oder bin ich gerade zu blöd? Kann auch sein.
klar. Da geht's nicht. Ich muss schon den richtigen Weg lang gehen. Ah, das müsste dann hier irgendwo sein. Genau, da weg, da führt den Weg. Über den sind wir ja auch gekommen. Also ich weiß jetzt nicht, ob das der korrekte Weg ist, aber zumindest führt er wieder zurück zum Auto. Oder ob ich da irgendwas übersehen habe. Oder ich hätte unten lang müssen, weil das sind eindeutig Kultverstecke. Egal, gehen wir den Weg. Und gehen wir links lang, weil dann kommen wir vorbei, nachdem wir es können, können nochmal speichern. Gehen wir links lang. Gut, dass ich mal den Weg merke. Und ich will das ausrüsten. Dann können wir uns ein bisschen heilen. Genau. Vergiss nicht, den Eimer des Hausmeisters im Schutzraum des Hausmeisters zu verwenden und zwischen den Charakteren zu wechseln. Okay, geht das inzwischen? Ja, das wird gehen. Ich würde aber zuerst gerne den Klicker zu Wake bringen. Ich habe da bestimmt was falsch gemacht. So, wo bin ich denn jetzt dann? Okay, das heißt da links. Oder das war ja eigentlich der Weg, den wir als Island kranzen. Und uns vor dem... Das Tier. Okay. Das sind zwei. Pfeffer. Sie ist aus. Okay, mal einfach vorbei. Wollte gerade gehen. Und ja, wenn man die Taschen dabei ausschaltet, werden die nicht aktiv. Gut zu wissen. Beziehungsweise ist das ja eh gesagt worden. So, hier gibt es angeblich noch eine Manuskriptseite. Rechts. Küche. Lagerraum. Soweit unauffällig. Was ist denn da los? Hallo? Hallo? Kann man helfen? Nein. Der ist wohl nicht zu helfen. So. Ja, aber da ist... die Manuskriptseite. Genau da. Ed kehrt an den Kaltraum weg zurück. Wer ist denn Ed?
Ed war nicht mehr derselbe seit seiner letzten Show. Es war nicht das erste Mal, dass eine seiner Produktionen vorzeitig abgesetzt wurde. Ein bissiger sozialer Kommentar in einem Einakter war nicht gerade ein Kassenschlager. Als Tammy ihm von ihrer Forschungsreise nach Bright Falls erzählte, beschloss er, sie zu begleiten. Ed erzählte ihr, er wolle Inspiration finden. In Wirklichkeit wollte er nur eine Auszeit, aber es stimmte, dass er unbedingt etwas finden musste. Eine Stimme, eine Richtung, eine Idee, etwas Authentisches. Und das Ed wusste, noch dass er Tammys Geld nicht weiter zur Finanzierung seiner Theaterstücke verwenden konnte. Nach dem Streit mit Tammy stürmte Ed aus dem Diner und fuhr mit dem Mietwagen zurück nach Cauldron Lake. Ah, schlau. Er wollte etwas beweisen. Jetzt, wo er im dunklen Wald stand und die Sonne von den Bäumen verdeckt wurde, wünschte sich Ed, er könnte sich daran erinnern, was dieses Etwas war. Irgendetwas mit Männlichkeit. Er verfluchte sich selbst und wandte sich zum Gehen. Plötzlich wurde er von einem Licht geblendet. Stimmen schrien und die Hände stießen ihn zu Boden. Ed wehrte sich. Vergeblich. Einer weniger. Und da hängt den bitte nicht stören Schild. Also stören wir den bitte nicht. Gut, dann zurück zur Polizeistation. Rezeption, da raus. Rein in die Sonne. Und das Auto. Da gibt es noch ein Kultversteck. Ja, da auf der rechten Seite. Das da hinten. Kultsymbole. Nein, da bin ich schon vorbei dran. Krant. Das müsste hier noch sein. Noch eine Kultkiste. Simon Says? Ja. Okay, falsche Taste. Genau. Fürchte dich vor dem Dunkeln und den Wäldern. Wer ist tot? Ah. Der Kultangriff. Und das wird natürlich runtergespült. So, davon ist das Auto. Das ist natürlich auch cool, dass das einfach so runtergespült wird. Aber ja, was wollen wir machen? Also wir sind ja... Genau, wir sind ja eigentlich eh schon in Bright Falls. Das heißt Straße hoch und dann nach links. Diese Leute tauchen einfach hier auf und erwarten, dass die anderen hinter ihnen sauber... Aber war da nicht auch gerade ein Versteck? Genau, dann der nächste hoch und links vorm Diner. Dann holen wir uns das noch und gehen dann zur Polizeistation. Sie sollte nicht einfach losziehen, ohne uns etwas zu sagen. Besonders nach dem, was bei der Hütte passiert ist. Entschuldigung. Ich mache mir Sorgen, Schwarz. Und ich mache mir auch Sorgen, verdammt! Du musstest ja diesen dämlichen Internet. Sieht lecker aus! Freut mich zu hören. Rose ist auf jeden Fall nicht da. Schuld, dass wir mitten in einer aktiven Manifestierung gelandet sind. Hör zu, wir müssen nur Marcy finden. Aktive Manifestierung? Okay. Einer von uns muss bei der Hütte warten, falls Marcy auftaucht, während sich der andere auf die Suche nach ihr macht. Wenn wir den bald absuchen, können wir bestimmt... Keine Ahnung, über was die da gerade geredet haben. Genau, ein Bolzenschneider. Damit werden uns ganz neue Wege geöffnet. Noch eine Schließkassette. Arbeitsreport. Am 1. Verhätschelte Gemeinderatsmitglied beschwert sich über einen schlechten Fernsehempfang. Hoffentlich liegt es nicht am Anstrich. 17. Januar habe ich ein Foto mit, mit der riesigen Elchstatue gemacht. Tolles Souvenir.
2. Februar, der verdammte Hund gräbt ständig die Blumen aus. 31. Februar, die Mülltonne im Park braucht einen frischen Anstrich. 3. Ich habe versucht, den großen Baum im Park zu streicheln, aber es war zu heiß, also zu streichen. Ich habe mich auf einer Bank im überdachten Bereich abgekühlt und hatte eine Erleuchtung. Und die Schraube auf der Lila Parkbank ausgetauscht. Wo werden da ein Park? Die großen Bäume im Park zu streicheln, aber es war zu heiß. Auf einer Bank im überdachten Bereich abgekühlt. Das ist wahrscheinlich der Hinweis. Der 3. März. Ich wüsste jetzt noch nicht, wo da ein Park sein sollte. Mit einem großen Baum? Da unten. Ja. Im überdachten Bereich, das ist da hinten. Genau, da ist eh auch ein Kultsymbol. Alles in Ordnung? Nein? Und hat eine Erleuchtung. Ach Moment, das waren keine Zahlen, das waren... Weißt du noch, wie es beim letzten Mal lief? Die Opfer, die wir bringen müssten? Der Schmerz. Es passiert schon wieder. Aha. Ich will es nicht wissen. Dann sind die Datumsangaben die Reihenfolge mit den zwei Dreiecken ineinander. Mit dem Symbol links und rechts und eine Schraube. Da ist noch eine Lunchbox. Achso, wo? Sehe ich die auf der Karte jetzt? Ja. Ach da. Du glaubst gar nicht, wie schwierig es war, diese Lunchboxen aufzutreiben. Gut, dass es das Internet gibt. Na, hervorragend. Ja, das war die Erleuchtung. Wo ist aber die lila Bank? Ich meine, dass das Licht gerade so tief ist. Hund hat die Blumen ausgegraben. Wir haben vom letzten Mal gelernt, nicht wahr? Ich meine, wir haben zwei Symbole, das dritte können wir noch fürs Brot forcen. Aber das kann es ja auch nicht sein. Der lila Parkbank. Die Mülltonnen im Park brauchen einen neuen Fahrbahnstrich. Ich habe einen Fahrbahnstrich gegeben.
Mit der riesigen Elchstatue. Das sind falsche Hinweise. Ach Gott, ey. So. Gibt's hier eine Mülltonne? Nicht, dass ich sehen würde. Doch, da ist eine Mülltonne. Die hat aber keinen neuen Anstrich bekommen. Und eine riesige Elchstatue gibt es auch nicht. Der Anstrich. Zwei Dreiecke, die nach oben zeigen, die überlagernd sind. Zwei Dreiecke, die, wo der Boden aneinandergereiht ist. Und zwei Dreiecke, die ineinander nach oben sind. Nebeneinander, ineinander und aneinander. Hätten wir das Rätsel dann auch gelöst. So, das heißt, das ist dann nebeneinander, dann aneinander und ineinander. Nebeneinander, aneinander, ineinander. Passt. Und wir kriegen im Wald leben Monster. Ach Gott. Eine Blendgranate. Und wir haben gerade nichts, weil wir das ablenken können. Gut, wir merken uns, da liegt eine Blendgranate. Aber in einer Polizeistation gibt es bestimmt irgendeine Kiste, wo man unser Zeug reinhauen kann.